So, Freunde, es geht weiter mit der nächsten Folge von Clash of Clans. Ich habe hier gerade den Gegner gesehen, wie er uns angegriffen hat. Deswegen dachte ich mir, komm, machst du noch eine Folge. Der Gegner greift jetzt an. Das heißt, ich muss also für den Verteidiger sein. Nicht wieder, wie schon öfters mal passiert. Für den Angreifer, der der Gegner ist. Ernst, voll dumm. Ja. Ja, ja, komm, wo ist hier die Riesenbombe, ja? Komm. Wo bleibt die Riesenbombe? Bitte tu es für mich. Ey, kann doch nicht sein, Alter. Ohne Scheiß, das hier kommt keine Riesenbombe. Da war eine Riesenbombe, aber das sind auf jeden Fall 2 Sterne. Wenn bei den Massen an Hexen ist sogar vielleicht noch 3 Sterne, weißt du? Ich kann mir vorstellen, der Gegner, dass er wieder unglaublich viel Lack hat und alles. Das ist einfach unfassbar. Da kann jemand nur den Kopf schütteln. Bam! Ich glaube, das sind nur Skelette gewesen. Ah, die sind so viele Skelette. Ja, das sind 3 Sterne. Locker. Locker 3 Sterne. So lächerlich. Ja, du musst natürlich wissen, wo die Riesenbomben liegen, ne? Und da kommt man da locker rein. Weil ich habe bisher nur eine einzige Riesenbombe, 2 Riesenbomben getriggert. Ach, ist das traurig, ey. Die wird nicht mehr frei sein. Sowas dauert schon länger. Ja, lächerlich ist das. Goreebi-Angriff ist wirklich einer, also Goreebi-Angriff wird sogar Lavalunien vorziehen. Mal gucken, wann ich den Angriff. Ich meine, das sind 5 Hexen gewesen, oder? 6 Hexen, keine Ahnung, wie viel er dabei hatte. Und hat ein paar Schweinereiter noch zum Clearen. Nächste Riesenbombe getriggert gewesen. Batsch. Das ist. Goreebi ist schon auch ein ziemlich starker Angriff, muss ich sagen. Das gefällt mir auch. Da brauche ich erstmal die 2 Hexen dafür. Sollte ich vielleicht nach dem Lava-Hound in der. Im Labor machen. Werde ich wahrscheinlich definitiv machen. Mal überlegen. Selbst die Queen hat noch die Fähigkeit, Alter. What the fuck? Ja, pfff. Goreebi ist einfach krass für dich. Es hat auch recht, recht lucky, finde ich. Man muss halt wissen, wirklich, wo die Fallen sind. Und meistens laufen unsere Einheiten ja immer in die Riesenbomben rein. Die ziehen sie ja magisch an, quasi. Schauen wir mal ganz kurz, mein Team. Ja, The Giant hat jemanden angegriffen, der schon angegriffen wurde. Auch nicht schlecht, oder? Wo macht dann das? Hab ich gar nicht gesehen, dass da steht, dass er schon 3 Sterne bekommen hat oder 2 Sterne. Ja, The Giant, ne? Richtig clever. Richtig clever. Warum sollte man noch lesen, ne? Ja, es ist halt so, es ist halt schon traurig. Ich guck mal, der Gegner hat 3 Sterne hier Angriff. Oh mein Gott, wir haben verloren. 3 Sterne, 100%. Ja, schon, zumindest schon, ja, die Heroischlange von ihm auf jemanden, der schon Sterne kassiert hat. Auch nicht schlecht. Das ist ja schon ziemlich teilweise kacke. Okay, ja, das sind 2. Oh ne, eventuell auch 50%. Oha, achso, aber sogar 2 Sterne. Ja, von Chris von der 29 auf die 26. Guck mal, was er hier macht. Ich bin ja auch dafür, dass einige Leute von uns mal mehr Goreebi machen sollten. Das finde ich interessant, weißt du? Da statt immer nur Gowipe. Gowipe ist mittlerweile, geht es mir mega auf den Sack eigentlich. Aber dafür brauchen wir wirklich 2 Hexen, weil mit einer Hexe kannst du es direkt vergessen eigentlich. Das sind schöne 2 Sterne. Chris
Aber jetzt noch ein bisschen zu viel Defense. Und die Magier werden das noch nicht überleben. Für 3 Sterne. Das ist schade. Wäre schön gelaufen. Er hat aber noch beide Hände. Also noch ist ja nichts vorbei. Aber die Magier... Ja, komischerweise laufen sie wieder so lang, dass erstens das Tiller-Eisen sie zerstört hat und zwar dann noch die Magier-Turm hätte angreifen können. Statt sie sich hier in den Sternen angreifen. Nein, warum? Man sollte ja richtig sich richtig kantig bewegen. Und blöckchenweise oder kilometerweise Umwege machen. Nur um das Ding angreifen zu können. Das ist wirklich so scheiße. Och man, Leute, lernt endlich mal lesen. Sonst werde ich wirklich in nächster Zeit alle, die falsch spielen, werde ich aus dem Clan kicken. Das ist ja warum seid ihr alle so unfähig zum Lesen? Lesen ist unnötiges Wochenende. Ich habe keine Schule. Geht mir richtig auf die Nerven. Genauso jedes Mal bei den Bewerbungen. Hi, ich möchte gerne deinem Clan beitreten. Hi, da steht jetzt zwar nur, dass ihr meinen Namen in die Bewerbung reinschauen müsst, wenn ihr wirklich Zuschauer seid. Und dann beschweren sich die Leute, warum wurde ich abgelehnt? Immer wieder das gleiche. Jede Woche. Du kannst diese Kinder einfach nicht belehren. Das ist echt schade. Ich versuch's, aber ich kann's nicht. So, Chris 2 Sterne geholt. Wunderbar. Sehr schön. Von der 19 auf die 26. Auch wenn der 29 dein Wunschziel war. Ging leider nicht. Schade. Ja, das hat, wie gesagt, auch doof für uns, weil uns hat dadurch einige Erfahrungsdinger durch die Lappen gehen. Einige Erfahrungspunkte. Oh ja, Giant. Richtig gut. Guck mal, ich kann sogar... Guck, seht ihr, ist im Hintergrund. Guck mal, ganz links. Ich kann sogar ganz links da unten scrollen. Ich weiß doch nicht, was das für eine Map sein soll. Ist das vielleicht die drüben? Ah ja, guck mal, ist die von drüben. Cool. Ich kann ja von beiden Seiten... Nee, von der anderen Seite kann ich das glaube ich hier nicht machen. Nee, kann man nur auf der rechten Seite machen. Hier so ein kleines Stück steht die andere Map gegenüber. Muss man auf jeden Fall auch noch fixen. Ist ja auch egal. Ah, auf jeden Fall lustig. Nö, ich weiß, ich gucke auch darauf, weißt du? Es ist zwar ein Stern, aber ein Stern durch die 45 von der 16, das ist ja, oder von 15, 30 Plätze da unten, ohne sich wirklich zu bemühen, wird natürlich auch gekickt, also ich bin ja nicht dumm, ich sehe mir das ja an. Ich bin auch dafür, 3 Sterne einzuführen, ja, sehr wohl, sehe ich absolut genauso. Dann muss man halt beim ersten Angriff sich ein bisschen anstrengen, ja, 3 Sterne ist zu viel, aber 2 Sterne. Ja, dann mach! Ach, Leute, wirklich. Ihr seid nicht wirklich kooperativ, drin zu bleiben. Ich meine, so eine Voraussetzung... Es ist ja traurig, dass wir so eine Voraussetzung überhaupt machen müssen, damit ich mich anstrengt. Das ist alles traurig, was ich da reinschreiben muss. Vor allem... Es ist schlimm. Wir werden mal bei Gelegenheit wieder ein bisschen die Dekoration hier entfernen. Oder das ganze Unkraut. Falls es mir wieder... Ja, jetzt habe ich natürlich auch 5 Bauarbeiter, weil mein Dings fertig ist. Mein Luftfeger. Ich kann da meinetwegen Bogus und Magier reinhauen. Richtig. Ich kann da wieder. Weil ja niemand anfordert, muss ich ja mal anfordern, ne? Das ist ja doof hier. Boah, ich krieg so viele Juwelen. Oh mein Gott, ist das cool. Ja, oh, 3 Stunden 7. Oh, das ist ja krass. Heute ist das Ding schon fertig, der Lava-Hund. Heißt also, oh, okay. Ich kann überhaupt gar nicht mehr die Hexe aufrüsten, weil ich sonst ein bisschen Zeit verschwenden würde. Das heißt, ich werde den Schweinereiter aufrüsten auf Level 4. 40.000 ist in Ordnung, finde ich. Dann, wenn ich wirklich genug haben sollte, dann wahrscheinlich die Hexe. Das sind ja 12 Tage, ne? Genau. 12 Tage mal 4.800 sind, ich kann mal nachrechnen. 12 mal 4.800. 57.000, okay, reicht immer noch nicht. Gut, dann muss ich mal, vielleicht farm ich ja ab und zu mal ein bisschen dazwischen, dann kann man sich auf jeden Fall die Hexe leisten für 75.000. Weil man braucht auf jeden Fall für einen Go-Weeby-Angriff die 2er Hexe. Anders wird das nicht wirklich was. So, was haben wir hier von? Sergius von der 40 auf die 40! Oh, das ist richtig fies, da drin sind überall alles Traps. Ja, man hat da 2 Angriffe, ne? Man hat da 2 Angriffe, um mindestens 2 Sterne zu holen. Und das sollte möglich sein, gerade wenn man halt beim zweiten Angriff eine Reichweite von plus minus 15 Plätze hat. Ich glaube, 15 Plätze nach unten, da sollte man schon 3 Sterne hinbekommen. Das ist ja wohl Minimum. Also bisher hatte ich keine Schwierigkeiten. Oh Gott, die armen Magier. Oh Gott, das ist so eine Kackbase. Sergius, hast du was rausgesucht, ey. So eine Kackbase würde ich niemals im Leben angreifen. Da wird selbst ein Golem komplett sterben, wenn er da durchläuft.
Ja, es sind auf jeden Fall alle äußeren Gebäude. Und drinnen, denke ich mal, wird es nicht mehr was werden. Außer, nee, wird nichts werden. Die Packers so dumm hier hinten. Ah, doch, wunderbar. Na, drei Packers, okay. Das könnte interessant werden, aber seine... Oh Gott, ja, warum laufen die scheiß Magier denn her, Alter? Sind die behindert? Die Magier laufen in die Packer rein, statt mal die Luftabwehr anzugreifen. Wie dumm sind die Einheiten eigentlich ständig? Immer wieder. Das ist eine richtig fiese Base. Bam, bam, bam. Und, kommen sie näher? Okay. Okay, schade. Jetzt haben die Teslas angegriffen. Das ist schade. Das ist okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sag es um die zwei Sterne. Das ist nice. Das ist ziemlich nice. Ja, der kleine Magier regelt. Sehr nice gemacht. Zwei Sterne geholt. Freut mich sehr. Oh, noch zwei Riesenbomben getriggert. Das war cool, Sergius. Das war wirklich cool. Ja, zwei Sterne, 94%. Cool, cool. Auf jeden Fall gut gemacht, der Magier. Der war mal intelligent. Das war mal einer von den 5000... Einer alle 5000 Magier, die produziert werden, sind mal intelligent. Ja, so die Statistik, 19 Angriffe, 33 Sterne, finde ich jetzt nicht so doll, also keine 2 Sterne pro Angriff. Also 2,7 oder 2,8 Sterne pro Angriff müssen das sein. Ja, 1,8, genau. Ja, sieht ganz in Ordnung aus eigentlich. Mal gucken, wie es dann noch so weiterläuft. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Wir sind in der nächsten Folge wieder, wahrscheinlich wird dann entweder der 18,30 Angriff oder schon die heroischsten. Mal gucken. Auf jeden Fall, danke fürs Zuschauen, bis zur nächsten Folge. Tschüss.